Drei Tipps. Erstens, machen Sie sich klar, dass Sie okay sind, so wie Sie sind. Das ist nochmal dieses Thema Selbstwert. Und ich weiß, es ist manchmal in manchen Situationen schwerer, als einem das lieb ist. Und das hat ja auch was damit zu tun, dass wir das häufig nicht gewöhnt sind, dass wir uns mal ganz gut wie einem kranken Pferd zusprechen und sagen, weißt du, Schätzchen, also eigentlich bist du doch genial. Ja? Oder? Das sagen wir irgendwie nicht zu uns. Wir listen immer nur auf, was alles nicht so gut gelaufen ist. Und da gibt es eine ganz tolle Technik, die drei guten Dinge des Tages oder die drei Erfolgsdinge des Tages. Am besten wirkt es, wenn Sie es tatsächlich aufschreiben, so eine Art Glückstagebuch oder Erfolgstagebuch führen. Aber wenn Sie dazu keine Lust haben, es reicht auch, dass wenn Sie abends zu Bett gehen, kostet wieder keine extra Zeit, vor dem Einschlafen sich kurz überlegen, was war heute gut? Was habe ich heute gut gemacht? Und das darf auch, wenn Ihnen am Anfang nichts einfallen sollte, was ich nicht glaube, darf das was winzig Kleines sein. Das Verrückte ist, im Gehirn graben sich dadurch wie so Loipen beim Ski. Je öfter Sie über sowas Positives nachdenken, umso mehr potenziert Ihr Gehirn die Fähigkeit, da fallen Ihnen von Tag zu Tag tollere Sachen ein, obwohl Sie gar nicht viel anders gemacht haben. Und das hilft. Zweiter Tipp, wechseln Sie die Perspektive. Damit meine ich, für uns Menschen ist es wirklich typisch und es ist evolutionär früher auch mal sinnvoll gewesen, dass wir schauen, zum Beispiel, wenn wir, ein Kollege von mir, der hat so ein Projekt in 7 Jahren alle 7000er dieser Erde oder 7000er dieser Erde zu besteigen. Und natürlich hat er doch was im Kopf. Der guckt auf das, okay, den habe ich abgehakt. Und jetzt? Nach was guckt er jetzt? Auf all die, die er noch nicht geschafft hat. Ist das motivierend? Gibt einem das Kraft? Nee. Es ist viel besser zu sagen, ich schaue von meiner Perspektive, fokussiere ich auf das, was ich schon geschafft habe. Und nicht auf das, was ich noch vor mir habe oder was mir alles noch nicht gelingt. Ganz entscheidend. Und das Dritte? Ich nenne diesen Punkt Erfüllung. Ich habe sowohl bei den Führungskräften als auch bei den Assistentinnen festgestellt, dass wir Menschen irgendwie dazu neigen, gerade wenn wir an unserer Karriere basteln, dass wir alles aufgeben, was uns jemals Spaß gemacht hat. Ich habe beispielsweise jahrelang auf ein Pferd verzichtet, weil ich gedacht habe, bist du bescheuert, du bist so viel unterwegs, du hast keine Zeit, es kostet nur Geld, das bringt doch nichts. Bis ich eines Tages festgestellt habe, da war der Tag so weit, wo ich dachte, und wozu jetzt das Ganze? Ja, ich bin ständig unterwegs. Ich habe dann für mich analysiert, das ist eigentlich meine persönliche Kraftquelle. Und ich möchte Ihnen sagen, wenn Sie etwas haben, wenn Sie diese Gnade haben, dass Sie zu denen gehören, die etwas haben, etwas kennen, was Sie so beseelt, was Sie so in Flow versetzt, dass egal ist, was außen rum ist und das lädt Ihre Akkus auf, geben Sie das nicht auf. Ich habe mir wieder ein Pferd gekauft, egal wie unvernünftig das ist. Scheuen Sie keine Kosten, keine Zeit, aber behalten Sie sich so etwas. Es gibt genügend Leute, die haben sowas gar nicht. Und lassen Sie sich bitte nicht von Ihrem Umfeld irre machen, die dann sagen, du, also weißt du, so ein bisschen unvernünftig ist das ja schon.